Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Frau Lück, die Altschuldenhilfe haben Sie zuletzt im Juni auf der Tagesordnung hier im Landtag gehabt und wir haben seinerseits auf mehrere Aspekte hingewiesen, die man auch heute wieder erneut aufgreifen muss. Ich hatte in der damaligen Rede gesagt und deutlich gemacht, dass auch die Koalitionsfraktion in der Ziffer 51 des Koalitionsvertrages sich für die geeignete Anschlussregelung der 2013 geltenden Altschuldenhilfe einsetzen. Und ich hatte auch gesagt, dass hierzu die Ostministerpräsidentenkonferenz vom 13.09.2012 und wenig später die Bauministerkonferenz gegenüber der Sache zuständigen Bund bzw. der Bundesregierung die Forderung nach einer geeigneten Altschuldenregelung für die auslaufende Regelung sich einsetzen wird. Und auf den Punkt gebracht, sage ich seinerseits, und das haben wir auch heute gesagt, die Landesregierung handelt bereits, die Aufforderung der Linken bedarf es dafür nicht. Und jetzt könnte man eigentlich aufhören, denn es hat sich seit dem Antrag im Juni nichts geändert. Wir sind beim gleichen Stand, bei den gleichen Forderungen. Ein Antrag wird nicht besser, wenn man ihn zweimal bringt. Meine Damen und Herren, in Ihrem neuerlichen Antrag hat die Linke nun explizit auf den Bund verwiesen. Der Antrag nennt den Umgang mit den Altschulden sogar einen Gradmesser ostdeutscher Interessen. So drücken Sie sich aus. Und der Ruf nach einem Gradmesser für die ostdeutsche Wohnungswirtschaft provoziert natürlich eine Frage. Wo steht unsere Wohnungswirtschaft tatsächlich denn heute? Und welchen Beitrag hat denn der Bund dazu geleistet? Und wenn ich Ihre Ausführung nehme, Frau Lück, dann zeichnen Sie hier ein Bild, als wenn wir kurz nach der Wende wären. Das 2002 aufgelebte Programm Stadt und Bau Ost hat einen ganz wesentlichen Beitrag zur Stabilisierung beigetragen. Und ich kürze das ein wenig ab. Gehen Sie doch mal raus, gehen Sie in diese Städte, gehen Sie nach Rostock, nach Kreis oder Strahlen, gehen Sie in den ländlichen Bereich und gehen Sie doch mal mit offenen Augen durch die Städte. Und dann wollen Sie sagen, hier ist nichts gemacht, hier ist nichts getan. Sie machen sich doch lächerlich. Bedenken Sie, von wo wir gestartet sind. Nach 40 Jahren Misswirtschaft im Wohnungsbaubereich standen die Kommunen nach dem Ende der DDR in der Tat vor großen Herausforderungen. Restaurierung, Saunierung waren zwingend notwendig, das ist klar, um die Lebensqualität der Menschen eben zu erhöhen. Und dazu waren natürlich die übertragenen Altschulden natürlich eine Belastung, selbstverständlich. Deswegen war das Altschuldengesetz ja auch von 1993 von großer Bedeutung. Wohnungsunternehmen aus den neuen Ländern wurden um etwa die Hälfte ihrer in der DDR-Zeit stammenden Altschulden entlastet. Und durch diese Entlastung von den Altschulden wird dazu beigetragen, dass die ostdeutschen Wohnungsgenossenschaften sowie die kommunalen Wohnungsgesellschaften heute gut dastehen. Erheblich besser als jemals zuvor in der Geschichte. Und ohne die Städtebauförderung im Allgemeinen und die Altschuldenregelung im Besonderen wären viele Wohnungsunternehmen seinerzeit nicht überlebensfähig gewesen. Und das Wort seinerzeit möchte ich an dieser Stelle ganz besonders betonen. Und auch die Novelle des Altschuldengesetzes im Jahr 2001, die Linke ist in der Begründung zu dem vorliegenden Antrag auf die Härtefallparagraphen 6a eingegangen, leistet einen Beitrag zur Handlungsfähigkeit des Unternehmens. Und Sie haben das selbst gesagt, Frau Lück, zur Vollständigkeit, 27 von ca. 150 Wohnunternehmen sind unter die Härtefallregelung gefallen. Und diese Unternehmen haben zur Entlastung ca. 50 Millionen Euro erhalten, was ca. 4,5% an der Altschuldenentlastung aller neuer Länder entspricht. Der Härtefallparagraf, Sie hatten das gesagt, beinhaltete, dass Insolvenzgefahr bestehen muss und der Wohnungsleerstand bei größer als 15% sein muss. Und die organisierte Wohnungswirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern verzeichnet aktuell, das haben Sie auch gesagt, nur nicht den richtigen Schluss gezogen, einen Leerstand von ca. 6,7%. Und diese Zahlen machen eines deutlich. Die Altschuldenhilfe, auch in der Novelle aus dem Jahr 2001, hat eindeutig Positives bewirkt. Meine Damen und Herren, ich habe es vor 4 Monaten betont und sage es heute wieder. Wir als CDU ist uns die Struktur aus kommunalen, genossenschaftlichen und privaten Wohnungseigentum wichtig. Das stetige Engagement der vergangenen Jahre hat diese Struktur immer weiter gefestigt. Das hat sich sichtbar ausgezahlt. Unsere Städte erstrahlen in der Tat
in einem schönen neuen Glanz. Und auch gerade, weil viele Wohnungsunternehmen in Mecklenburg-Vorpommern ihre Hausaufgaben gemacht haben, die nicht kostenden Mieten wurden angepasst, Verwaltung wurde neu strukturiert, zum Teil wurde Wohnungsbestand verkauft, aufgrund umfangreicher Sanierungen entstand attraktiver Wohnraum, der auch, das ist es, um das geht es ja, der auch nachgefragt wird. Also nochmal, die allermeisten Wohnungsunternehmen in unserem Land haben es mittlerweile geschafft, nicht mehr durch Altschulden in ihren Fortbestand gefährdet zu sein. Das ist Fakt. Und wenn hier immer der Ruf nach weiteren Bundesmitteln laut wird, muss auch eines gesagt werden. Die bundesdeutschen Steuerzahler haben an der positiven Entwicklung unserer Wohnungswirtschaft einen ganz großen Anteil. Sie haben erhebliche Mittel, etwa im Bereich der Altschulden, übernommen. Unsere Wohnungswirtschaft hat davon sichtbar profitiert. Und für diese Unterstützung, Frau Lick, sind wir in Mecklenburg-Vorpommern dankbar. Aber zurück zur Ausgangsfrage, wo steht unsere Wohnungswirtschaft? Lassen Sie uns die Frage nicht nur abstrakt beantworten, es liegen ja schließlich konkrete Zahlen vor. Wohnungsunternehmen wie die Viro in Rostock, Sie wissen das selbst, hat 15 Millionen in den Stadthaushalt gespült. Das ist kein Einzelfall. In den vergangenen Jahren wurde auch viel in der Wohnungswirtschaft investiert. Jetzt will ich Ihnen mal sagen, was investiert wurde. Frau Lück, hören Sie doch zu. Das muss man wissen. 2010 hat die Wohnungswirtschaft 232 Millionen investiert. 2011 280 Millionen. 2012 276 Millionen. In 2013 wahrscheinlich 350 Millionen. Und Sie sehen, die Situation verbessert sich zunehmend. Und vor dem Hintergrund dieser Zahlen ist es ein wenig verwunderlich, dass uns wirtschaftliche Schwierigkeiten von Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern aufgrund der Altschulden nicht bekannt sind. Und sie sind auch von der Wohnungswirtschaft nie nachgewiesen worden. Auch das habe ich bereits im Juni betont. Und deswegen wundert mich dieser gebetsmühlenartig vorgetragene Forderungskatalog der Linken. Bedenken Sie doch bitte den prekären Hintergrund nach 40 Jahren SED-Wohnungsmarktpolitik Anfang der 90er Jahre. Dies hat das Altschuldengesetz von 1923 wie auch die Novelle aus dem Jahr 2001 überhaupt erst notwendig gemacht. Und diese Bemühungen haben gefruchtet. Und die sich stets vergrößernden Investitionssummen der Wohnungswirtschaft belegen dies auch. Bedenken Sie also den ursprünglichen wirtschaftlichen Hintergedanken der Altschuldenregelung. Bemühen Sie sich einmal darum, die Situation vor 20 Jahren auf die jetzige positive wirtschaftliche Situation vieler Wohnungsunternehmen zu projizieren. Und an dieser Stelle kommt der Antrag nämlich in Erklärungsnot. In Punkt 2b fordern Sie künftige Altschuldenhilfe nicht mehr an die Bedingungen wie hohen Leerstandsquote oder wirtschaftlichen Schieflagen zu knüpfen und wollen langfristig eine vollständige Befreiung anstreben. Meine Damen und Herren, Sie fordern damit nichts anderes als eine Subventionierungsoase für wirtschaftlich erfolgreiche Wohnungsunternehmen. Wie Sie das mit Ihrer Programmatik der Linkspartei in Einklang bringen wollen, kann mir aber egal sein. Aber eins steht für mich fest: Eine geeignete, vernünftige und faire Anschlussregelung für die Altschuldenhilfe sieht mit Sicherheit anders aus. Aus den genannten Gründen lehnen wir Ihren Antrag ab, Frau Lück.